Willkommen, Freunde, zur 12. Folge unseres Marvel Spider-Man 2 Let's Plays. Und ja, Freunde, in der letzten Folge haben wir erfahren, was Cravens wahres Ziel ist. Er will nämlich die ganzen Schurken, die sich in der Stadt befinden, eigenhändig erledigen. Und sein nächstes Ziel scheint Black Cat zu sein, die Ex von Peter. Und ja, um das zu verhindern, müssen wir jetzt als Miles zu ihr gehen, um sie zu warnen. Und in der letzten Folge haben wir gesehen, wie Kraven Scorpion erledigt hat, diesen Spider-Man-Gegner. Und ja, meine Freunde, bevor wir uns zu Black Cat begeben, wollten ganz viele mal, dass ich den Anzug ändere. Ich schau mal, ob wir welche freischalten können. Also es gibt ja immer solche Varianten. Nee, die Varianten will ich jetzt nicht holen. Yo, man kann Miles so eine Farbe wie die von Peter geben. Warte mal, was haben wir hier? Familienunternehmen-Anzug, okay. Klassischer Anzug, was? Klassischer Anzug, yo. Das ist der Anzug vom Miles Morales-Spiel. Da sieht man den Unterschied. Zu dem jetzigen Anzug und den. Aber ja, guckt mal. Zum Beispiel dafür braucht man Heldenmarken. Der sieht richtig cool aus. Den Brooklyn 2099-Anzug, den haben. Den können wir uns nicht holen. Wow, ach so, den hier haben wir. Schattenspinne-Anzug, okay. Schattenspinne-Anzug. Den haben wir. Welchen nehmen wir? Wir nehmen einfach mal den, okay, Freunde? Und bei Peter, klassischer Anzug, den könnte man sich holen, aber ihr wollt bestimmt irgendwie sowas. Guck mal, verbesserter Anzug, okay? Das ist vom ersten Spiel. Oh nein, ey, The Amazing Spider-Man 2 Anzug. Niemals, Freunde. Den können wir uns schon holen. Ey, Freunde, den gab es bei den alten Spielen nicht. Endlich gibt es den und wir können uns den sogar holen. Den hole ich mir jetzt. Warte mal, The Amazing Spider-Man 1, den gab es auch damals. Das ist der No Way Home. Was ist das, Mann? Arachnite-Anzug. Sieht auch ganz cool aus. Die beiden passen. Ey, aber ich muss den Amazing Spider-Man 2 Anzug nehmen. Ich muss. Ey, ja, darauf freue ich mich. Leider ist man jetzt gerade nicht Peter. Okay, Freunde, und jetzt? Und jetzt müssen wir ein paar Sachen mal upgraden. Nicht unsere Geräte? Warte mal, können wir das überhaupt upgraden? Nein, wir gehen auf Fertigkeiten. Auf Fertigkeiten, denn jetzt haben wir noch einige Punkte, die wir vergeben können. Was gibt es hier? Gewährt eine Chance auf einen gratis Geräteschuss am Ende der Viertreffer-Kombo. Das erfolgreiche Parieren des Angriffs eines leichten Gegners bewirkt, dass er alle Waffen fallen lässt. Das wäre auch voll gut. Halte Dreieck gedrückt, um ein Netz an der Waffe eines Gegners zu befestigen und tippe dann R1 an, um ihn zu entwaffnen und die Waffe mit Wucht zurückzureißen. Was? Das ist krass. Ja, holen wir uns mal. Das ist nützlich. Das ist nützlich. Das ist auch nützlich mit dem Parieren. Jetzt haben wir noch 3 Fähigkeitspunkte. Schauen wir mal bei Miles. Aber hat er solche Venom-Upgrades? Obwohl wir ja gerade gar nicht die Venom-Kraft benutzen. Der Spider-Stumpf zieht Gegner von weiter Entfernung zu Spider-Man oder drücke L1-Kreis, um Gegnern mit elektrifizierten Netzleinen einen Stromschlag zu versetzen, sodass sie angreifbar werden. Das ist krass. Aber ich glaube, wir haben viel zu wenig von Miles. Nehmen wir mal sowas. Drücke unmittelbar nach einem Venom-Sprint L1-Dreieck um einen zweiten kostenlosen Venom-Sprint. Was? Okay. Oder drücke L1X. Ne, L1X haben wir noch gar nicht. Dann nehmen wir das. Und wir nehmen auch das hier. Wow, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel bei Miles. Oh, ich habe ja gefühlt gar nichts bei Peter. Ist das mein Ernst? Egal, Freunde. Guckt euch das an. Wir sind jetzt wie in Assassin's Creed. Sorry, Freunde, aber wir haben lange nicht mehr bei dem Menü vorbeigeschaut. Und jetzt nehme ich ein Hintergrund-Gameplay auf. Nein, Spaß. Wir gehen jetzt mal zu Black Cat. Schauen wir mal, was passiert. Ob Miles sie überzeugen kann. Das wird sich herausstellen. Oder ob sie Miles vielleicht austricksen will. Mal schauen, Freunde. Hier scheint sie zu sein. Wie sieht's aus? Als wäre hier geplündert worden. Perfekt, um die von Genki ausgerüstete AR-Technologie einzusetzen. Okay, seine AR-Technologie. L2 gedrückt halt, um die Umgebung zu scannen. Was können wir hier scannen? So etwas. Ja. Kratzspuren. Passt zu ihr? Irgendeine Spur von ihr? Ich habe Kratzspuren mit Spuren von Metall gefunden. Ich prüfe, ob sie zu ihren Krallen passen.
Bestimmt, oder? Geh mir hin. In Holz eingebettete Spuren von Metall. Schauen wir mal. Ich muss nur die molekularen Bestandteile der Metallrückstände isolieren. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Zerstöre die verdorbenen Atome. Zerstöre dabei keine erforderlichen Atome, okay? Oh! Das war falsch. Rückgängig. Ach so, okay, okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Wir müssen also... Können wir irgendwas ändern? Aha, wir können es so drehen. Wenn du ein Atom zerstörst, werden dabei auch seine verbündeten Nachbarn zerstört. Ach so, okay. Dann ergibt das Sinn, wenn wir das hier machen. Ach so, okay. Und dann müssen wir nur noch den hier zerstören. Ich hab's. Titan. Was noch? Titan, okay. Das zu ihr passt. Am Ende ist sie das gar nicht. Neutrale Atome, die gelben, zu zerstören, kann die sicherste Methode sein, um verdorbene Atome in der Nähe zu zerstören. Okay? Dann probieren wir es mal aus. Ja, und jetzt den hier. Jetzt den hier. Gut. Gut. Er sagt auch das Gleiche. Das ist lustig, Mann. Kobalt. Das sieht gut aus. Scheint zu ihr zu passen. Wissenschaft macht keinen Spaß. Wenn Wissenschaft wirklich nur aus das bestehen würde. Zerstöre die verdorbenen Atome, zerstöre dabei keine... Okay, okay, okay. Wow, 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 okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich ein bisschen drehen. Wir müssen ja nur die hier zerstören. Wir müssen ja nur die hier zerstören. Deswegen würde ich sagen... Machen wir mal den hier. Ja. Jetzt machen wir mal den hier. Und so. Okay, das war auch leicht. Was ist es dieses Mal? Wolfram, ein Treffer. Wolfram, okay. Scheint fertig zu sein. Ich hab's. Es ist sie. Spuren von ihren Schuhen. Sie muss sich beeilt haben. Okay, und da ist ein Lüftungsschacht. Sie holte etwas aus dem Kasten an der Wand. Nee, es ist ein Kasten. Sieht aus wie ein Safe. Aber er ist leer. Was ist das? Pfeile? Jäger. Oh. Sie hatte es schon mit denen zu tun. Zu rekonstruieren. Sie haben angegriffen, aber sie ist geflohen. Sie sind hier schon auf der Spur. Deshalb muss die Stadt vor den Jägern gewarnt werden. Sie hätten... Halt mich auf dem Laufenden. Gar nicht gut. Wow. Das muss sie sein. Ja, das muss sie sein. Und so wurde aus einer freundlichen Warnung ganz schnell eine Rettungsaktion. Gehen wir direkt dorthin, Freunde. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Felicia kann auf sich aufpassen, aber ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesen Jägern. Du sorgst dich um die Ex deines Freundes? Wahres Mitgefühl. Und jetzt muss der Miles sich darum kümmern, der gar keine Verbindung eigentlich zu ihr hat. Okay, wir müssen weiter scannen. Ich hab sie wohl verpasst. Irgendeine Spur von ihnen? Ich schau mich mal eben um. Okay, warte mal, da scheint was zu sein. Als ob die so schnell abgehauen sind. Noch ein Safe. Aber dieser ist verschlossen. Sie hat ihr Leben riskiert, um ihn zu erreichen. Ich muss ihn öffnen, aber er hat keinen Strom. Wenn es um Strom geht, ist Miles genau der Richtige. Aber wartet mal, vielleicht gibt's hier noch was. Nein, das ist doch bestimmt nicht hier. Wärmer. Blockiert Ader. Was habe ich übersehen? Das ist die unterbrochene Stromleitung. Sie ging darunter. Warte mal. Okay. Ich wette, der Generator ist für den Safe. Müssen wir jetzt die Leitung verbinden? Ja, ach so. Mit dem Venom-Schlag. Dagegen schlagen. Wenn ich mein Netz mit dem Generator verbinde, kann ich den Safe öffnen. Okay, L2 gedrückt halten, um dann mit R1 eine Netzverknüpfung einzuleiten. Auf den elektrischen Knoten zielen.
Nein, 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 ich muss nicht dahin, ich muss erstmal irgendwo anders hin. Warte mal. Wie kann ich den Strom wiederherstellen? Ah, okay, okay, ich hab's. Wir haben ihn hier und jetzt müssen wir ihn blockiert. Ah, warte mal, sind hier noch mehr? Ich muss doch auf den Knoten, oder nicht? Komm schon, wo ist denn der andere Knoten? Ist hier vielleicht einer? Hey, nein, warte mal. Oder ich gehe hier drauf. Ja, immer noch blockiert. Nee. Vielleicht mit einem beschädigten Kabel. Warte mal. Die beiden sind jetzt verbunden. Ah, hier ist noch einer. Ist doch nicht wahr. Hier ist noch einer. Gut, 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 dass ich den gefunden habe. Zu dem. Und der zu dem. Fertig. Da hat sich irgendwas geöffnet. Das war's. Oder? Nein. Das geht wieder, das Teil. Ich bin drin. Paris? MJ, kannst du Französisch? Nicht ein Wort, aber schick's mir mal. Okay. Hier ist eine Bedienungsanleitung für einen Stab von Watoomb. Watoomb? Ich mach mich mal schlau. Sag mir jetzt nicht, das kannst du lesen, Mann. Tu nicht so, Mann. Das kannst du nicht lesen. Jäger. Kein Französisch, aber das... Laut einer Übersetzung des mystischen Arcana ist dieser Stab alt. Und ich meine, vor unserer Zeitrechnung alt. Okay. Angeblich kann sein Träger damit Portale erschaffen, die ihn an jeden nur möglichen Ort bringen. Portale? Wenn sie so etwas in die Hände bekommt. Ich wüsste, was damit anzustellen. Miles, halten wir uns an den Plan. Er würde dann ins Multiversum reisen. Okay. Den Hubschrauber verfolgen. Sind in Position. Sie gehört uns. Und Miles ist genau da. Miles ist genau der Richtige für sowas. Er kann auch unsichtbar werden. Wow! Das ist Dr. Strange. Tief da drin. Ich muss die Jäger loswerden. Dr. Strange zu Hause. Was auch immer dieser Stab macht. Er ist hell. Miles kann Tarnung einsetzen, um unsichtbar zu werden. Wenn seine Tarnungsanzeige voll ist... Tarnungsanzeige voll ist. Das ist zusammengeschrieben. Warum? Die Tarnungsanzeige lädt sich bei Nichtbenutzung wieder auf. Gut. Okay, ich muss jetzt anscheinend meine Tarnung benutzen. Nutze Tarnung, um unbemerkt an Gegner heranzuschleichen und lautlose Takedowns auszuführen. Wir gehen mal so ran. Machen den hier. Nicht dein Glückstag. Hä? Ich bin neben ihn, aber er zielt gerade irgendwo drauf. So, Freunde, das müssen wir jetzt schaffen. Wen als nächstes? Das sind ganz, ganz viele. Das sind extrem viele. Können wir da hoch? Wir machen wieder unsere Tarnung. Das gefällt mir nicht. Was hat sie Netzleine kann ich ja auch mit ihm schießen. Das Sanctum-Sektorum stürmen und sie rauszerren. Oh, ich bin fast aus Versehen angegriffen mit Viereck. Das war gar nicht gut. Entweder zaubert Black Cat da drin, oder ich verpasse eine krasse Party. Unsichtbar? Ich hoffe, der hört das nicht. Der hat's nicht gehört. Der hat's auch nicht gehört. Jo, was war das, Mann? Was wird da drin sein, Freunde? Was wird uns erwarten? Das sind so viele Gegner, Mann. Aber die schauen alle irgendwie weg. Gehen wir wieder unsichtbar. Spielt mit uns. Aber wir haben das Sanctum umstellt. Die Spinne ist hier. Was? Oh nein, die haben mich entdeckt. Ist nicht wahr. Das Gute an Miles ist, auch wenn man entdeckt wird, man kann kurz abhauen. Ich kann unsichtbar werden und dann ist es geresettet, Freunde.
Kollege sicher? Ja. Gut, gut, gut. Ich will so viele lautlos wie möglich erledigt. Gefahr? Warum? Wer sieht ihn denn? Geh mal hier hin. Oh. Ablenkung? Komm. Wer hat mich da gesehen? Okay, die sind nicht sicher. Gar nicht gut. Bitte sieht er mich nicht. Ey, yo, das ist gerade, glaube ich, gar nicht schlau, was ich mache. Ich muss schauen. Ich muss richtig schauen. Den hier muss ich unbedingt erledigen. Gut. Diese Falken sind richtig gefährlich. Ich hoffe, das hat keiner gesehen. Bitte nicht. Das scheint einer es gesehen zu haben, oder? Nein. Sicher? Okay, sicher. Auch sicher? Auch sicher? Nein. Wow, 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 okay. Das geht gerade flott. Wieder unsichtbar? Ist da oben nicht einer? Wo sind die nächsten? Der französische Text auf der Postkarte bedeutet: Mein Lebensinhalt. Die Zeit ist knapp. Ein neuer Partner? Bei Felicia weiß man nie. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Versucht sie uns abzulenken. Jetzt müssen wir die wieder ablenken. Ich hab was gehört. Ist er das? Komm, 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 wieso steht da immer noch Gefahr? Merkwürdig, Mann. Schon wieder. Das ist das Werk der Spinne. Komm schon, Bro. Heute findet er unsere Beute ist hier. Was? Die haben mich gesehen? Ach, egal, ach, egal. Gefunden! Er ist da oben! Das sind noch so wenige, die erledigen wir. Ganz kurz so. Was, Junge? Manchmal, das ist nicht leicht, manchmal die auszuweichen. Der ist erledigt. Der hat einen Raketenwerfer. Ernsthaft? Ich hoffe, da kommen jetzt nicht noch mehr. Ich kann einfach zweimal das hintereinander machen. Echt krass. Okay, Freunde, das wär's. Mal sehen, was Felicia so treibt. Ob es hier einen Dr. Strange gibt, weiß ich nicht. Yo, das ist ein Dr. Strange-Portal. Dieses Gerät kann das. Dieser Star. Mal was Neues. Die kleine Spinne möchte spielen, ha? Huh? Oh, es funktioniert nicht? Jetzt kann sie solche Portale öffnen, Dr. Strange. Und wir müssen hinterher. Sie hat den Stab geklaut. Und die Magie ist ziemlich echt. Was ist passiert? Hey, Cat! Oh, können Mann. Wir reden? Mach doch mal langsam! Verschwinde oder ich zaubere dich in den Pazifik. Wie kommst du auf unseren Kanal? Ihr benutzt immer noch den alten. Wow. Hast du nichts Besseres zu tun, Kleiner? Felicia, du musst aufhören. Das ist, hey, das ist ja cool. Selbst für dich. Wer ist das? Bist du das, Roger? Wie läuft's denn so mit der alten Spinne? Yo, 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 wie cool, dass wir auch selber durch die Portale gehen. Wie heftig. Ich will dir helfen. Ich brauche keine Hilfe von dir. Der arme Maya. Weißt du, was der Stab kann? Sie will damit bloß mehr Kunstwerke stehlen. Hey, ich kann euch Clowns hören. Wow, wow, ein Zug. Hey, wie krass ist das denn, Freunde? Netzflügel. Oh, die müssen mich ächten. Wir können das beenden. Wir können den stoppen, der dich töten will. Wow. Eigenes mystisches Artefakt. Wo sind wir? Kalt. Wir sind wirklich... Ich hab keinen Schall dabei. Einfach in der Antarktis oder so? Wie krass. Und jetzt sind wir wieder zurück. Zu Craven bringen. Es ging hier nie um Craven. Was macht sie da?
Oio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